Hallo Norbert. Hallo. So, jetzt weiß ich auch wieder endlich, wie ich heiße. Ja. Ich hab's kurz vergessen. Du hast kurz was anderes gedacht, ne? Ja. Du hast gedacht, du heißt zum Beispiel Frederik. Thorsten, dachte ich. Thorsten, aber heißt du nicht, du heißt Norbert. 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 Kurva. Nein, du gehst mal ein bisschen nah ran. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Es geht mal wieder um den wunderschönen, perfekt fahrenden RX8. Und auf dieses Video, RX7, ich habe gerade an RX8 gedacht, aber anderes Thema, weil... Das ist mal gerade gut gegangen, ja. Ich hab nämlich eine kleine Projektidee, weil die RX8 sind sehr günstig. Und ich habe ein Auto mir angeguckt, und zwar erste Serie RX7. Die haben, glaube ich, irgendwie 130 oder 136 PS Serie gehabt. Und stell dir mal vor, du baust dann einen 200 nochmal PS RX8 Saugerstrang in das leichte kleine Auto aus den... Aus 78 ist der, glaube ich, also. Das wäre cool, ne? Sehr cool. Daran habe ich gerade gedacht, aber darum geht es jetzt nicht. Auf jeden Fall, RX7, dieses Video ist heiß ersehnt. Darauf warte ich... Delfine. Und Enten. Verf***te. 2 Jahre. Locker. Diese Felgen habe ich 1,5 Jahre. Mhm. Und die Felgen stehen dort. Und die werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Und ich werde auch das erste Mal jetzt die Hinterachse sehen. Habe ich noch nicht gesehen. Die Vorderachse nur gesehen. Und es ist toll. Und ich freue mich. Und ich habe auch meine Wunschreifen da. Aber wir werden erstmal probieren, was das Auto überhaupt so sagt, wenn man die Felgen so drauf macht, wie das steht, ob das funktioniert, ob die Maße überhaupt passen. Weil wir wollen ja nicht sägen. Wollen wir nicht. Richtig. Genau. Und die Reifen sind etwas juicy vielleicht, aber vom Style sind die meisten RX-7 ja eh super stretchy. Mhm. Fast alle. Außer die Hochleistungsdinger, die sind ja nicht stretchy, aber wir sind ja nicht Hochleistung. Wir sind ja noch nicht Hochleistung. So, also es geht los. Soll ich die Felgen zeigen? Ja. Die Felgen haben wir schon drüber gesprochen, die Felgen wären auch mega für dein Auto. Ja. Wenn sie bei mir nicht passen, sind, kann... Sind es die? Ja. Ja. Die muss ich auf jeden Fall mal Probe stecken. Musst du auch. Muss ich auf jeden das Fall. Ist die Felge. Das ist wirklich die Felge für so einen Japaner. Und das wird jeder auch zugeben. Ich zelebriere den Weg. Ich habe das im Video, ich habe es in meinen Träumen oft gesehen, dass ich dann hingehe und euch die Felgen zeige. Jetzt ist der Moment. So zelebriere ich. So läuft man dann, ne, wenn man neue Felgen geliefert bekommen hat. Das sind die Reifen. Das sind die Retzers. Die habe ich mir auch schon besorgt. Ich hoffe wieder, dass das passt. So 25-40-18 ja. Und so 35-40-18. Mhm. Die Felgenmaße sind 10x18 und 9x18. Aha. Okay? Okay. Okay, das sind die Felgen. Da. Das sind Work Wheels. Work. Ja. Okay? Ich werde die jetzt auspacken. Wie ihr seht, ist das alles noch zu. Lass mal sehen, wie lieb ich euch habe. Mhm. Machen wir nämlich zusammen. Überraschungsmoment ist noch am Start. Ja. Wann sind die denn gekommen? Jetzt vor kurzem oder liegen die jetzt schon, nee, anderthalb Jahre rum, ne? Anderthalb Jahre. Bestellt vor 2 Jahren. Lieferzeit war wirklich 6 Monate oder 7 Monate. Du weißt gar nichts, ne? Auch Farbe nicht, ne? Nee. Oh. Doch, man kann sagen, ich freue mich. Ich kann mir gut vorstellen. Bei so einem Rad. Oh. Alter Schwede. Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel, Alter. Boah, das könnte eins der besten Räder sein, was wir jemals hatten. Alter, fuck, was ist denn das? Ist das geil? Und dann gleich auf dem schwarzen Auto. Scheiße, verdammt. Das ist außen eloxiert. Ja. Und der Stern ist lackiert, also gepulvert. Scheiße, sieht das gut aus. Deswegen auch die Lieferzeit. Und dann gibt es hier noch so kleine Gimmicks. Dann dieses Blau. Hier so drauf. Als Highlight, ja. So, das ist eine japanische Marke. Work Wheels. Also Meister S1 ist das. Und ich finde, auf so einem Auto ist das einfach Pflicht. Lieferzeit krass, Preis krass. Aber das ist so wie der ganze RX7, so eine Traumerfüllung, so ein Rad, finde ich. Und Eintragung. Ja, also die haben halt alle. Tests und alle Wertsachen, die es so gibt, was ein Rad weltweit so braucht. Die Marke ist sehr, 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 sehr hochwertig. Also es hat gar nichts mit billig zu tun oder China oder wo man sagt, das ist irgendwie nicht so wertig. Das ist richtig hoch, krass. Mhm. Genau, jetzt lassen wir einmal runter und gucken einmal, ob die treffen hier. Okay. Ja, passt hier. Ja, das ist interessant, warum der nicht so weit runter geht, finde ich. Weil der ist frei. Hallo. Hallo. Das sieht gut aus. Ja, ne? Passen sehr geil zu dem Auto, die Räder. Bin ich aus.
So, warum geht der nicht so weit runter? Na klar, wir sind jetzt von 15 Zoll, 15, ne? Oh, 16? Von 16 Zoll auf 18 Zoll. Das heißt, dieses Restgewinde, was wir da haben, werden wir noch brauchen. Wenn das Rad jetzt tiefer kommt, in dem Moment, wo es tiefer kommt, wird es auch noch mehr reingehen. Also hinten ist der Felgenkranz jetzt weg. Also jetzt genau auf der Kante. Wir wollen jetzt auf die 10 x 18 ein 2,35 40 montieren. Semi-Slick, die bauen ja mal ein bisschen weiter auf. Und vorne auf die 9 x 18 ein 2,25 40 18. Abrollumfang technisch passt das. Das muss aber auch nur so funktionieren, ne? Das muss also auch aussehen. Und wenn nicht, müssen wir halt anfangen mit Hardcore-Reifen. Also ganz flache. Und dann können wir richtig runter. Aber wir probieren einmal den deutschen Style, ne? Mhm. Ich hab echt Sorge, gerade wegen den Reifen. Wenn wir die Reifen mal draufschmeißen und dann einfach mal testen. Ja, machen wir. Wie das jetzt so. Felge ist wunderschön. Echt, echt toll. Und die Frage ist halt noch nachher, ob das mit dem Blau da drauf soll. Ich denke ja. So als Detail, weißt du? Ich mag das, macht die Felge auch meistens immer aus, ne? Wenn man Bilder sieht oder so, ist immer dieser Sticker drauf. Denkst du eher ans Versenken, dass der jetzt da rein, nicht reinpasst, sondern eher ans Lenken? Das Verhältnis zwischen Reifen und Felgenkante ist sehr nah beieinander. Also das hier und das. Okay, ist jetzt falsche Seite, aber das ist egal. Hm? Wolltest du gerne, dass es weiter rausguckt, das Horn, oder weiter drin? Wir müssen. Mhm. Weil die Felge halt von der Eingriffstiefe und von der Breite halt relativ aggressiv ist. Und hinten, denke ich mal, wird es mehr stretchy-matchy sein als das. Hinten ist kein 2,25, sondern 2,35, 40. Also ein breiter und ein Zoll breiter Felge. Nicht so schlecht. Oh. Ja, was? Oh, nein. Nein, leider gar nicht sogar. Jetzt voll drauf. Geh mal Finger rein. Oh. Ja. Aber das ist halt von der Blechkante noch so eine Wulst, ne? Die dann im Weg ist. Ja, umlegen, ne? Einzige Möglichkeit. Oder was meinst du? Geh mal Finger rein, aber noch. Guck mal, jetzt haben wir noch das Gesicht. Und die beste Nachricht, du kannst die ganze Kante nicht wegnehmen, ne? Warum? Doppelter geschweißt. Du kannst höchstens 5 mm wegmachen. Hinten. Also vorne weiß ich nicht, aber hinten ja. Doppelt also, geschweißt, und Schweißpunkte. Habe ich vorhin schon nachgemessen. 5 mm bis zum Schweißpunkt kannst du wegmachen. Dann ist es vorbei. Umlegen geht dann auch nicht, weil dann verziehst du das ganze Teil, weil. Du, wenn du das in ein doppeltes Blech umlegst, dann zieht es ja nicht gleich lang und dann macht das Glück. Und deswegen machen die auch alle Kotflügel hinten drauf. So ganz dünnen Aufsatzkotflügel fahren die. Herr Reinbach, Sie wissen doch immer richtig gut Bescheid über Reifen, die wir hinten haben, ne? Was haben wir denn da so an 18 Zoll? Das ist ein 2,5, 40, 18. Ja, der wird das regeln. Der regelt das. Okay, also hast du schon gefunden. Ja, der macht das problemlos. Okay. Den machen wir drauf, dann brauchen wir was für hinten. Oder man fährt hinten einfach diesen Semi-Slick und macht so einer. Auch ich habe super viel Leistung. Achtung, ich fahre hinten Semi-Slick. Ich brauche hinten die Traction. Okay, ich brauche ein paar Momente für mich. Momente, bis gleich. Bild, kommen Sie heran. Ich komme. Also wir haben die richtigen Reifen da. Wir haben die 2,5, 40, 18 vorne drauf und die 2,25. Und die 2,25, 40, 18 haben wir nicht drauf bekommen. Da sind wir gerade zu unserem Reifenhändler gekommen, der Luftkanone mit der großen. Das hat aber geklappt, die sind auf dem Weg hin. Also wir machen einmal vorne auf. Das heißt, wir sehen dann gleich das erste Mal das Auto so in vollem Kleid, sagen wir mal. Und dann müssen wir hier, glaube ich, nochmal die Höhe korrigieren. Mhm. Das heißt, reicht, wenn wir da zwei Schrauben. Weil der Muskel kann jetzt noch deutlich tiefer. Weil wir vergleichen jetzt gleich mal die 205, 40, 18er Höhe. Ja. Vergleichen wir mal eben mit dem Original. Also nicht viel, aber ich würde schon sagen, das sind 2 cm. Ja. 1,5 cm würde ich sagen. Das heißt, diese 1,5 cm sind jetzt mehr Platz oben rum. Aber der Wagen ist im Ganzen 1,5 cm auch tiefer gekommen zum Boden hin. Aber trotzdem muss die Karosserie ja jetzt wieder näher kommen zur Felge. Damit das geil aussieht. Genau, muss jeden Zentimeter ausnutzen. Das soll nämlich geil aussehen. Richtig geil. Das ist geil. Wir müssen auf Sven warten. Oder sollen wir schon mal runter machen vorne ein bisschen? Nein, ne? Nein, das reicht immer.
Wir gucken erstmal. Für mich ist geil, dass so eine typische SEMA Japan-Tokio-Messe-Felge, das siehst du eigentlich in Deutschland nicht. Aber wir können was anderes gucken. Sollen wir die blauen Aufkleber jetzt auch mal so nicht? Option 1. Dann gibt es noch den hier. Ich weiß nicht, was man damit macht. Ob der ins Bett muss. Nee, das ist nicht so groß. Nee, das Blau passt doch nicht. Das passt nicht. Aber auf der Speicher finde ich es ganz geil. Ja, kann man machen. Probieren? Lass probieren. Okay. Dann kannst du auch abmachen. Du bist ja noch nicht so lange bei der Firma JB Performance, aber der Herr Krämer ist bekannt dafür, Aufkleber nicht so gut zu montieren. Ach, ich habe das schon gehört. Hast schon gehört? Ach so, hast du umgesprochen. Aber dann wird doch irgendwann mal besser, oder? Hat man gehört. Hat man gehört. Okay. Schauen wir mal. Okay. Was ist deine Technik? Augen zu und durch. Okay. Ich kann mir ja merken, wenn die Kante von dem Ding unten ist. Oh, was ist denn los? Weißt du, wenn das hier unten. Hä, das klebt gar nicht. Nicht? Nee. Klebt hast du da noch eine Folie abziehen musst oder so? Nee. Hab ich ja, also ich habe die Klebefolie und habe ich ihn abgezogen. Oder weiß nicht, die 2 Jahre Lagerung im Keller bei uns haben, weil ich die Aufkleber auf den Kopf gemacht. Das kann sein. Nee, das. Das funktioniert leider nicht. Nee, das funktioniert echt nicht. Oder muss da noch was runter? Könnte sein, ne? Sieht schon ein bisschen dick an. Ja, so silikonisch, ne? Ja. Nee, das ist schon, das soll das Klebende sein. Das war von. Das war von dem Abzieh, von der Folie drunter. Ja, ich würde sagen, haben wir verkackt, ne? Ja, ne? Und ob das geht? Es ist der neue unsichtbare Works. Perfekt. Aufkleber. Tu die mal hier rein, ja? Ja, mach die mal dahin. Der Moment, wenn man auf Felgen wartet. Unbezahlbar. Ja, wir müssen jetzt warten, tschüss. Es geht los. Ist aber ein Jubel von Stretch. Immer wieder ein Wunder. Dass der Taster noch so gut geht von dieser. Tut so weiter leben länger. Ja, aber hallo. So, hinten 2,25, 40, 18. Finde ich, verhält sich sehr ähnlich zu vorne. Was ein gutes Zeichen. Ich glaube auch, dass wir mit dem Stretch jetzt und dem Reifenmaß diese brutale Kante lassen können. Mhm. Weil das Blech hier ist echt extrem. Plus das Blech ist genietet und zweiteilig. Wenn wir jetzt hier wegsägen oder flexen oder umlegen, wird das Seitenteil sich hier komplett verabschieden. Okay. Und wir wollen ja nicht sägen. Nein, eigentlich nicht. Oh, hinten. Also so können wir unser Blech natürlich schonen. Wir verschränken das einmal so ein bisschen. Wir fahren mal ein Stückchen hoch und legen mal was drunter. Ja, wir gucken mal, ob das Rad hinten vorbeifedern würde, weil bei dem Auto hätte ich keinen Bock auf irgendwelche Experimente, dass man dann sagt, komm, wir fahren erst mal und gucken, was passiert. Und dann macht das. Weil hier ist ein richtiges. Und wenn es dann nämlich da sauber vorbei geht, dann würde ich sagen, gönnen wir uns noch mal ein bisschen was, ne? An Höhe. Ist unten? Nee, geht durch. Dafür nimmt man die Bielsteinzettel. Ah ja, dafür sind sie. Um das KW-Fahrwerk von Höhe zu testen, nimmt man die Bielsteinzettel. Die legt KW auch mal mit rein. Ja, das ist nur Hinterachse. Vorderachse muss man das nämlich so machen. Oh. Oh. Ich würde sagen, hier noch ein bisschen tiefer, ne? Ja, ist ja noch Luft. Mal runter. Ja, lass mal jetzt gucken, wie es aussieht. Sag mal, rollen. Ja, komm, wir rollen hier einmal vor zurück. Weil irgendwas stimmt da nicht. Weil da sieht echt. Und drüben ist es deutlich höher. Sieht ganz anders aus, ja. Was Felgen einfach ausmacht. Das ist Wahnsinn, ne? Immer wieder. Boah! Mann. In dem Fall waren die Dinger jetzt echt hässlich davor. 2 Millimeter? Krass, dass wir das so erkennen. Nein, das haben wir nicht erkannt. Das täuscht er. 2 Millimeter? Ist er da höher? Nee, tief. Da höher. Ja, hier höher. Was? Rechts, ja. So die Lücke hier quasi, also wenn du von der hier guckst, ist das hier irgendwie, was voll auffällt. Ich würde sagen, wir machen den vorne 5 mm tiefer. Weil war ja noch Luft.
Weil war ja noch Luft. Oder? Oder was sagt ihr? Oder sollen wir hin auch noch tiefer? Wie machst du das dann für dich fest? Entscheidest du das einfach rein optisch das aus dem Paket. Auge? Oder guckst du an irgendwelchen Ecken und Kanten, wo die mindestens sein müssen zu der Felge her? Ich gucke, wenn du so einen Reifen hast mit viel Stretch, das tut dem Auto gar nicht gut, wenn du so viel Stretch machst und das Auto zu hoch ist. Wenn du siehst, dass das so weggeht, ist das kacke. Du machst den Stretch eigentlich, du kannst zwei verschiedene Wege machen. Du kannst mit Distanzscheiben den Stretch jetzt rausholen, dass die Reifenauflagefläche, also das hier, dass das hier, ne, wieder hier ist, ja, dass die Felgenkante raus ist, dann wird das Auto so ballig. Ja. Ist nicht ganz so mein Style, aber da wir in Deutschland leben und irgendwie ja noch schleiffrei fahren müssen, nutzt du den Stretch, um halt diesen Lenkwinkel zu generieren, dass das Auto noch vernünftig lenken kann. Da wir hinten ja wirklich vorbeikommen, könnten wir hinten zum Beispiel nochmal, wir könnten technisch hinten nochmal 2 cm runter. Technisch wird das gehen. Ja, Mannis Blick sagt, nein, Chef. Also wenn das jetzt hier wäre, wäre das schon deutlich geiler. Wie viel Bodenfreiheit haben wir denn so? Weil da am Schweller ist das Auto nämlich eigentlich noch gar nicht so tief. Siehst du das? Ja, ja, klar. Da ist ja noch Luft. Der Wagen ist da so echte 14 cm vom Boden weg. Das ist viel zu hoch. Da. Ja, klar. Ich sag's doch. So vorne an der Kante sind es so 10,5. So. Wie hoch darf denn der so sein? 8. 8. Vom Boden. Vorne 7 mm und hinten 5. Findest du eine gute Idee? Ja. Einmal Erik, wenn Erik 7, dann auch richtig Erik 7, ne? Auf jeden Fall. Ja. Doch, das tut dem Auto richtig gut. Das will der auch. Der will nochmal 7 mm und 5 mm tiefer. 5 für 7. 7 ist eine gute Zahl. Ich auch. Erik 7. 7 und 5. Jetzt glaube ich, haben wir es gleich. Wenn er nicht zu tief ist. Aber ich glaube nicht. Horn ab. Guck mal bitte, wie viel krasser der Farbton der Felge im Sonnenlicht ist. Ja, auf jeden Fall. Och Mann. Das ist echt gut. Ich liebe Autos. I talk that truth, but I'm out here trying to smell the roses. While I'm still here, I'm at the crib, oh, getting toasted. I'm up the dosage, my mind is glowing, set the blow up from how I mold it. Never forfeit, much be clutch, how the way I close it. Taking more than I can fold, flip it, watch it close here. You might pick up on a pro tip, I got the torch, but they want my business to reside right by where they nose it. Give my image some distortion, yeah. I come from where the floor is top diamond bows. I used to live off of the more, so now I get portions. Since 18 been on my loan, so my life been cordless. But then I learned to carpe diem, now that's looking gorgeous. 2020 with the vision sharp and decent job to come from where the void is. When